Bitte schön. Ja, ich wollte wissen, es ist so gesagt, bei einem Schäden, ein Surah von Koran ist das, wo das Taube Allah spricht, ich wollte wissen, ob das das Wichtigste ist. Und manche Gelernte, was meinst du das Wichtigste? Manche Gelernte meinten, das ist das Surah von Fröhlichkeit des Herzens. Der Bruder fragt über die Ayah. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Das ist die Ayah aus Surat Az-Zumar. Er sagte, welchen Stellenwert hat diese Ayah? Die Gelehrten sagten, diese Ayah ist die hoffnungsvollste Ayah im Koran. Die was? Die hoffnungsvollste Ayah im Koran. Ja, ich bitte euch bei Allah. Wer so viel gesündigt hat und er liest diese Ayah, was ist diese Ayah zu dem Zeitpunkt für ihn? Honig auf sein Herz. Es gibt Ayat im Koran, die sind eine Backpfeife. Ja, wenn du sie liest, du stehst auf. Allah Azza wa Jalla sagt, أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. Ist es nicht endlich Zeit für die Gläubigen, dass ihre Herzen erweichen für das Gedenken Allahs? Eine Klatsche. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anh sagte, als wir 4 Jahre im Islam waren, hat Allah diese Ayah herabgesandt. Ist es nicht endlich an der Zeit? Es gibt Ayat, die sind eine Klatsche. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Und es gibt welche unter den Menschen, sie sagen, wir glauben an Allah und den jüngsten Tag, sie sind aber keine Gläubigen. Allah Azza wa Jalla sagt, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. Und unter den Menschen gibt es manche, sie dienen Allah nur am Rande. Das sind Ayat, die sind eine Backpfeife für dich. Und es gibt Ayat, die sind Honig fürs Herz. Wenn du sie liest, dann gewinnst du an Hoffnung gegenüber der Barmherzigkeit Allahs. Und die anderen Ayat, sie wecken dich auf. So wirst du hin und her gerüttelt. Und es ist wichtig, dass man Angst besitzt und dass man gleichzeitig Hoffnung besitzt. Bi'idhnillah ta'ala. Aber was sagt Allah Azza wa Jalla nach dieser Ayah? قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَصْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. Bis zum Schluss der Ayah. Was sagt er danach? Viele überlesen das. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ. So zeigt ein reuiges Herz gegenüber eurem Herrn. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. Und unterwirft euch, bevor euch eine schmerzhafte Strafe trifft. Möge Allah Azza wa Jalla uns immer mit dem Koran verbinden.